Real Madrids Präsident Florentino Perez hat sich versöhnlich gegenüber Cristiano Ronaldo gezeigt. Nach dem Wechsel des Superstars zu Juventus Turin im Juli 2018 sprach Perez im Podcast El Transistor des spanischen Radiosenders Onda Cero nun vom besten Transfer während seiner Zeit bei den Königlichen. Ich denke, er ist der beste Spieler, den ich für Real Madrid verpflichtet habe. Bildergalerie internationaler Transfermarkt aktuell, Fußballtransfers international 73 Bilder und seine Lobeshymne ging noch weiter, ich hatte immer eine tolle Beziehung zu ihm. Wir hatten nie irgendwelche Probleme, nicht einmal wegen des Geldes. Ronaldo trug 9 Jahre lang das Trikot von Real Madrid und trug mit insgesamt 450 Toren zu 4 Champions League-Titeln, 2 Meisterschaften in La Liga und 2 Titeln in der Copa del Rey bei. In den 9 Jahren bei Real Madrid hat er nie Probleme gemacht, nie kam er zu spät oder so. Ronaldo schon länger mit Wechselgedanken auf die Frage, ob Ronaldo unmittelbar nach dem Triumph in der Champions League vergangene Saison seinen Wechselwunsch deutlich machte, sagte Perez, ich denke, er hat bereits deutlich gemacht, dass er neue Herausforderungen will. Zwar habe er diesen Moment genutzt, doch er habe schon eine Weile darüber nachgedacht, Madrid zu verlassen. Meistgelesene Artikel für Fußball, Bundesliga. Berthold zerlegt den VfB Stuttgart Fußball, Bundesliga. Hoeneß spricht über Großverkauf Fußball, Bundesliga. Elgert, darum sollte FCB Sané holen Fußball, Bundesliga. Tuchel springt Kovac zur Seite Fußball, 2. Bundesliga. Wen schlägt FCI und steigt auf das Gratis-Testen und internationale Fußball-Highlights live. An diesem Entschluss sei laut Perez nichts zu rütteln gewesen sein. Er kam in mein Büro und sagte es mir. Als Zidane sich entschied, gab es kein Umdenken. Am nächsten Tag sei beschlossen worden, es zu kommunizieren. Zu diesem Zeitpunkt seien noch nicht viele Trainer verfügbar gewesen. Perez spricht über Lopetegui, bei Lopetegui, Julen, Anmerkung. Dritt wollten wir, dass er nach der Weltmeisterschaft kommt. Er wollte es vor der Weltmeisterschaft ankündigen und wir sprachen mit Luis Rubiales und er sagte uns, dass wir einen tollen Trainer bekommen, aber dann passierte am Nachmittag etwas und alles änderte sich und sie entließen ihn, jetzt aktuelle Trikots der internationalen Top-Clubs bestellen, hier geht's zum Shop, Anzeige danach habe man nicht mehr mit dem Verband gesprochen. Lopetegui wurde wegen des Realwechsels kurz vor der WM in Russland mit sofortiger Wirkung von seinem Dienst als spanischer Nationaltrainer entlassen. Let's block it's. Why?